Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's den nächsten Part von Devil May Cry. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich jetzt hier irgendwelche Tipps für Fortgeschrittene ausprobieren soll, was mir vermutlich eh nicht gelingt. Egal, rein da. Schlachtermodus hier. Ach so, guck. Oh, ey, lass das du. Misthacke. Guck mal, jetzt haben wir ein Feuervieh und ein Eisvieh. Das ist ja auch nicht fair, oder? Ach, guck mal, das Eisvieh muss ich dann wahrscheinlich... das Eisvieh mit den Engelwaffen? Wow, und das Feuervieh mit den Dämonenwaffen. Hey, 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 hey. Okay, scheiße gekämpft, aber die Jungs sind doch gestorben. Also, da kann man jetzt irgendwie nicht meckern. Hoffe ich. Ich suche nach einem dicken, fetten Wurm, der hier die Limo macht für die Abhängigen. Und hier noch so ein paar Trolle. Achtung! Jetzt gleich! Jetzt! Tasten, die man da halt so hämmern muss und kann. Und hier mal abwechselnd mal so, mal abwechselnd mal so. Und wieder hochhüpfen und das hier und so. Am coolsten ist eigentlich, wenn man so 10 Typen in der Luft hält, oder? Das finde ich am coolsten. Aber nicht hier die. Ah, das war noch nicht genug. Komm noch mehr. Oh, Kettensägenmann, Kettensägenmann! Kettensägenmann hasse ich voll. Kettensägen, man muss ja immer weghüpfen. Und dann am besten recht in der Luft halten, so. Dann kann dir nichts passieren. Und hinschüpfen und Kettensägen, man in der Luft halten. Oder so erschießen. Komm her, Kettensägen-Spinner, komm wieder runter. Das gibt Punkte, das gibt aber wenig Punkte, oder? Aber was war jetzt? Tipp für Fortgeschrittene, Eigenbeschuss. Ich will mich nicht eigenbeschießen, das ist ja irgendwie ekelhaft. Eigenbeschuss. Das mal andere beschießt. Viele Gegner können einander mit ihren eigenen Angriffen beeinflussen, die Skandante sehr zum Vorteil sein. Ach hier, aber wie vorhin, dass der Freeze-Typ da den Feuertyp angegriffen hat und so, oder? Also stelle ich mich mal hier hinter den und vielleicht greift er dann hier, dann versuch mal den Feuertyp hier zwischen uns zu halten. Ah, hat er. Ach scheiße, jetzt hat er uns beide eingefroren. Komm her! Das ist aber scheiße, wenn er eingefroren ist, dann kriegt er nicht, oder? Ach, Hackerei hier, verdammte Hacke. Nee, lass das. Ich bin aber ein Penner, ey. Yeah, baby, dirty. Fuck you, Dante. Fuck you selber ist, glaube ich, Englisch nicht korrekt. Aber was muss ich hier machen? Schießen. Ach, schießen ist die Taste. Ich bin so bescheuert, ey. Das war so... Ach Gott, ey. Das sag ich noch. Ich muss schießen und ziehe irgendwie das Schwert. Das ist nicht feierlich. Ich kann mich eigentlich direkt draufgehen lassen, oder? Ist das der richtige Weg? Oder komme ich von hier? Ist das der richtige Weg? Kann mir jemand mal bitte kurz sagen, ist das der richtige Weg? Nee, oder? Retter der Mülltonnen! Säure! Oder war das Säure? Hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja. So. Ey, Dante, regeneriere doch mal deine Lebensenergie. Das gibt seit Call of Duty 3, glaube ich. Einfach mal so eine Ecke stehen und warten. Regeneriere ich. Gibt's nichts im Menü, was man da machen kann, oder was? Ich habe doch so drei. Nee, ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts wie ein armes Schwein. Ach doch, hier verwenden. Stellt einen Teil. Habe ich aber nicht. Habe ich auch nicht, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Ich habe einfach nichts. Wo kommen kleine Lebenssterne her, bitteschön? Habt ihr schon mal kleine Lebenssterne hier im Spiel gesehen? Ich nicht. Komm, wenigstens mal ein Lebensstern hier für die Spinne.
Immer gibt's nur nix für mich. Nix, nix, nix. Und jetzt hier? Achtung, Engelswaffe und gib ihm. Komm hier hinter, Gesundheitssterne in Massen. Wo seid ihr? Ach, hier so ein paar blöde... Ach, guck mal, wirklich. Ich glaub's nicht, oder? Als wenn das Spiel... Das ist Kinect unterstützt hier am PC. Es hört, wenn ich was sage. Yeah, das ist ja... Cooles Ding. Her damit. Und jetzt? Oh, das reicht doch schon voll. Ups. Bam. Und da so ein Sack mit Huckepack. Ging es auch irgendwie hier lang, habe ich gesehen? Kann man eigentlich, ist das egal, was für einen Weg man hier rennt? Sackgasse. Ja, Sackgasse habe ich jetzt selber gehört. Das wäre mir nicht aufgefallen. Ja, wahrscheinlich hier diesen komischen Dingern entlang laufen, oder? Es sind Pfeile auf dem Boden, Dante. Und diese Ekelarme, ne? Du weißt schon. Kill Dante! Nee, ach komm, nicht immer Kill Dante. Lebst du noch? Bist du immer noch? Das ist ja unglaublich, ey. Was hältst du aus, Alter? Ja, jetzt war er schon weg. Jetzt hätte ich da eine... Ihr wisst schon. Die, Dante. Oh, der Kettensägenmann, der Kettensägenmann, der Kettensägenmann. Dante, lauf, 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 Dante. Lauf, Dante. Dante, lauf. Okay, oder Dante, lass ihn fliegen einfach. Dante, Dante, lauf, 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 lauf. Ach ja. Der Kettensägenmann macht mir keine Angst. Hahaha. Also so ein bisschen, ihr wisst schon. So ein bisschen, wenn er so angerannt kommt. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich einer der größten Dämonenmörder und so. Ihr wisst schon. Ich finde es für ein Let's Play so ein bisschen... Schwierig. Also nicht schwierig, aber ungewöhnlich. Ich kann jetzt nicht sagen, jedes Mal, wenn die kleinen Spinnen kommen. Das hört sich ja so an, als wenn ich ein Mädchen wäre. Aha. Aha. Ein Kleberwubber. Ja, ich hack die Arme kaputt und dann bricht alles zusammen. Das kennen wir doch. Mh, das sieht ja lecker aus. Ich wette, die pissen das sogar noch aus, oder? Ja, holt euch einen Schluck Dämonenpisse. Schön gelb. Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig, hier entlang. Gibt Ärger. Einen Moment bitte. Be careful. Be careful, be careful. Oh, was war denn da los? Was war denn da los? Was war denn da los? Das waren ja keine Dämonen. Kettensägenmann, Kettensägenmann. Ach nee, ich habe ja keine Angst mehr, habe ich ja gesagt. Die Pisse läuft hier aus. Also ich meine die Limo. Oh, ich muss hier in Höllenmodus. Höllenmodus, Höllenmodus. Mann, lass das doch mal, ey, du Affe. Komm immer drauf.
Oh nein, schon wieder so ein Fettsack. Oh, zwei Fettsäcke. Welcher von euch Fettärschen denn der größte Verlierer im Limbus war? Na? Oh, scheiße, das wollte ich mal cool sein. War nix. Aua. Die sind nicht mehr alle. Rein in die Spalte da. Oh Mann, ey. Das war, glaube ich, nicht so der gute Trick, den ich hier mache, oder? Ach, guck mal, der leuchtet so blau hinten. Wahrscheinlich muss ich den dann mit einem blauen Fertig machen, oder? Ah, das sieht ja voll ekelhaft aus, Alter. Voll ekelhaft. Lass das! Ah, Pisse! Oh nein, ich stand in der gelben Pisse, ey. Ah. Spielende wegen Dämonenurin. Auch fies, oder? Wenn das Spiel endet, weil man ihn, während man in Dämonenurin badet. Komm, jetzt hätte es doch echt gereicht, wenn nur noch die Fettsäcke. Oh, Dämonenurin! Ja, und Kettensägen, Mann. Ist klar, ist klar. Komm, gib's mir. Gib's mir einfach Kettensägen, Mann. Ey, lass das. So, jetzt kommen die Fettsäcke, nehmen wir noch nicht. Die Mondpisse. Sackgesicht. So, jetzt kommt fieser Fettsack 1 und fieser Fettsack 2. Vor allen Dingen ist hier Pisse und da drüben Pisse. Und einer ist, glaube ich, blau und einer ist rot, oder? Kann das sein? Ich versuch's nochmal. Ah, lauf ruhig. Ey, lass das. Okay, der eine war hier so ein roter Fettsack. Der andere ist bestimmt ein grüner Fettsack. Aua. Ey! Oh nein, jetzt komm, ey! Sag ich, du scheiß Penner, ey. Komm, ich schneide dich einfach in der Mitte durch, du scheiß Schwein. Scheiße. Aua. Rein da, komm, hack ihn durch, hack ihn durch. Komm schon, hack ihn durch. Ja, durchgeschnitten. Du hast gewonnen. Wie geht's jetzt zum nächsten Kapitel? Ich hab schon wieder nicht viel Leben. Das sah echt übel aus. Das? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus. Ja, komm ran an den Succubus. Ganz schön eklig hier. Wer sich das ausgedacht hat, oder? Oh nein, das war ein Kackpart. Das war bestimmt wieder nur ein B, ey. Abgeschlossen. Ich will es gar nicht sehen. Oh, es war so scheiße.
Und verwendete Tode. Oh, es war ein A. Ich war fantastisch. Ich war super. Da kann jetzt keiner meckern. Das war ganz schön cool, was ich hier gemacht habe. Da, hier. Ein A-Rating, Top-Rating. So, meine lieben Freunde, ich glaube, das ist jetzt eine super Stelle. 15 Minuten Rohmission abgeschlossen. Ich sage wie immer recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Bis zum nächsten Video und haut rein.